Liebe Camper, ich habe mir in einem Film schon mal angekündigt, dass das Ding hier Schrott ist. Jetzt ist es so, ich habe es jetzt repariert. Wir werden mal schauen. Hier sehen wir jetzt, hier habe ich das Ventil eingebaut. Da, sonst kann ich ja nicht kommunizieren, da sitzt es. So, ich habe 54 Gramm Kältemittel draufgegeben. Die schreiben 50, ich habe 54 Gramm draufgegeben. Und die Kühlschublade kostet 1000 Euro. Boah, aber ein Lärm. 1000 Euro ist natürlich ein Haufen Geld. Dafür kann man auch überhaupt Kompressorkühlschrank reparieren. Ne? So, ich baue das jetzt alles wieder zusammen. Ich muss sie ja dran. Ich komm's ja nicht dran. Warum die, sag ich mal, im Werk nicht den wie heißt das hier? Wie heißt das hier? Schaderventil, warum die das im Werk nicht einbauen? Ne? Das verstehe ich gar nicht. Ne? Ich habe dann mal wollte das mal zeigen. Aber wo habe ich das jetzt? Ne? Das sieht mal bei mir aus. Wenn man so ein Ding einbaut, ne, dann muss man natürlich höllisch aufpassen. Mal gucken, ob ich das jetzt rauskriege. Wenn du das lötest, das ist natürlich richtig heiß. Ich habe hart gelötet. Ne? Das ist so, seht ihr, den nehme ich raus. Weil der ganze Kopf, der wird so heiß, dann ist das Ding zerstört. Dann ist das auch noch ein Gummiring drum. Das kannst du dann wegschmeißen. Also drehe ich den raus und wenn ich gelötet habe, wieder rein. Ja, so, ich habe jetzt alles hier. Hier ist alles tipptopp. Ich habe evakuiert, ich habe das genau abgewogen, jetzt baue ich das zusammen und das Ergebnis ist minus 2,7. Die läuft jetzt seit, ich glaube, seit 15 Minuten. Ne? Na, minus 3, die läuft. Ne? Und sie hat vorher nicht gekühlt. Ich habe auch gesehen, wie ich das System geöffnet habe, kam auch nichts raus. Ich weiß nicht. Ja, dann wird auch geschmissen. Ich habe den anderen auch nochmal nachgelötet. Darum habe ich hier so einen scheiß Tropfen dran. Das ist mir auch egal. Und ja, ich baue die jetzt zusammen. Leitung dran, alles zusammen. Ich lasse die heute nach. Ich lasse die ganze Nacht laufen. Oh, mach ich mir keine Sorgen. Die läuft und läuft vielleicht die nächsten 10 Jahre. So eine Reparatur wird ungefähr 280 Euro kosten, ne? Wenn man so eine Geschichte macht. Ne? Muss alles auseinander, da habe ich alles nicht in 10 Minuten gemacht. Ne? Und ob das jetzt ein Kompressor-Kühlschrank ist, ob das eine Kühlschublade ist oder was das ist, ist alles reparabel. Ne? Wir haben jetzt den nächsten Kühlschrank, der ist in einem amerikanischen Wohnmobil, der ist 10 Jahre alt. Also ein Riesending. Und ja, muss man gucken, wenn das geht, geht es und wenn nicht, geht es nicht. Ne? Das ist, sonst ist das eine Schande. Kannst ja nicht 1000 Euro wegschmeißen. Gut, die ist 3 Jahre, glaube ich, nicht gebraucht. Was man mit jetzt, minus 4,2. Seht ihr, die Truhe läuft wieder. Ja, ich weiß nicht, wie sie vorher gelaufen hat. Auf jeden Fall ist sie sehr, sehr schnell. Und ja, jetzt muss ich den ganzen Scheiß hier dran bauen. Das ganze Mimik, ich muss das alles umbringen. Ich muss den Kompressor festmachen. Weil kannst hier nicht löten. Ne? Muss hier so eine Schutzmatte reinlegen, sonst hast du ruckzuck was kaputt. Ne? Und ich baue jetzt alles zusammen. So schön ruhig. Und ja, Kompressor läuft, Lüfter läuft auch. Ja, da hätte ich einen großen hingemacht. Da hätte ich nicht so einen Pipi-Lüfter hingemacht. Da hätte ich hier so einen im Sommer. So ein richtig. Ja, das ist ein, weiß ich nicht, ein 10er Lüfter, oder nee, nicht 10er, 40er ist das. Und die anderen sind 100er. Hätte ich gemacht. Aber ich habe sie ja nicht gebaut. So, hier ist gut warm, muss auch. Somit wissen wir, dass da viel Wärme entzogen wird. Minus 5,2. Ja, jetzt will ich jetzt durchlaufen. Bauen wir zusammen? Ja, ich baue die. Dann sehen wir uns wieder, genau. Ich baue jetzt, das ist nicht in 2 Minuten gemacht, jetzt alles hier wieder dann bauen. Ich mache jetzt auch erstmal hier meine Stromversorgung ab. So. Zack. Maschine aus. Ich baue jetzt zusammen. Und dann zeige ich dir, wenn ich das alles zusammengebaut habe. So. Jetzt muss ich gucken, der Kompressor muss wieder dran. Ich komme mit meinem Rohr jetzt fast am Boden. Siehst du das?
Nee, leider nicht. Ja, hier, guck mal. Das kriegst du nicht anders hin, sonst hätte ich das. Ich habe schon so viel gebogen. Boah, macht aber nichts. Ne? Das ist kein Problem. Nö, ist nicht schlimm. Ich mache das jetzt. Ja, ich komme jetzt fast am Boden. Der Kompressor muss dran. Aber gut, das ist kein Problem. Das habe ich so fertig. So, und jetzt baue ich das alles zusammen und wir sehen uns später. So. Liebe Camper, die Maschine läuft wieder. Ich muss erstmal alles hier wieder einpacken. So, gucken wir auf die Temperatur. So. Minus 19? Ja. Ja, das ist alles. So, ich muss jetzt. Hier, das war der Stumpen, den ich da rausgeholt habe. Muss ich neu reinsetzen. Und hier siehst du das hier alles. So, läuft wieder wie am ersten Tag. Minus 19,6 Grad. Hier, zusammengebaut. Ist alles wieder fertig. Na gut, da muss ich jetzt hier reinpacken, die Scheiße muss runterdrücken, muss aber aufpassen, dann mache ich eine runter, weil du kannst die Kältemaschine abnehmen. Ne? Ja, kam der Stefan gerade und sagt, ja, wird das alles weggeschmissen. Hier musst du aufpassen, höllisch aufpassen, das Kapillarrohr. Da mache ich auch nichts dran, mir ist letztens schon eins kaputt gegangen. So, so sieht es aus. Ich packe jetzt alles weg hier. Und dann ist das Thema erledigt. So sieht's aus, liebe Camper. Hier habe ich einen neuen Kabelsatz gemacht. Das war dabei, bei der Truhe hier. Jetzt haben wir hier, vielleicht will der Kunde die gar nicht mehr. Er hat gesagt, guck da mal und mach da mal, aber irgendwie habe ich nichts mehr gehört. Warum habe ich das heute gemacht? Wenn nicht, versteige euch die. Und, kostet 1000 Euro so ein Ding, muss er verschauen. Vielleicht will er die nicht mehr, ich weiß es nicht. Werden wir anrufen, den war alles, ja, nimm mal hier, brauche ich nicht, mach mal. Tja, sie läuft wieder, minus 19,8 Grad. Ja, so sieht's aus. Liebe Camper, bleibt mir lieb, bleibt gesund. Ich räume jetzt noch der letzte Zeug auf, 16:30 und dann ist Feierabend. So, adios.